Hallo bei Mike's Bikes. Heute werden die Schlösser getauscht an der Yamaha. Die habe ich ohne Schlüssel gekauft. Das heißt, ich muss jetzt alle Schlösser tauschen. Und zwar einmal das Sitzbankschloss. Das habe ich hier schon demontiert. Sitzt hier unten dran. Dazu musste ich die Sitzbank aufbrechen. Und habe mir dazu so Dietrich-Werkzeug gebaut. Das ist so ein Hebel, mit dem er im Schloss Druck aufbaut. Und dann habe ich mir verschiedene Dietriche zurechtgeschliffen. Mit diesem Haken-Dietrich bin ich dann zum Erfolg gekommen. Ein bisschen dickeren. Den führt man dann hier so ein, gleichzeitig baut man hier Druck auf und dann versucht man die Bolzen rein einzudrücken, dass sie hängen bleiben und irgendwann springt das Schloss auf, wenn man Glück hat. Das gleiche habe ich jetzt noch im Tank versucht. Da war ich noch nicht erfolgreich. Da ist das Problem, dass die Bolzen ja liegen und dann schwer einspringen. Aber das kriege ich auch noch auf. Und das Zündschloss, das dritte Schloss, muss ich einfach demontieren und abmachen. Und dazu habe ich jetzt die Lampe aufgemacht, dann durch die Blinker entfernt. Dadurch wird das Lampengehäuse locker. Habe ich ein bisschen zurückgezogen. Dann kommt man da unten an die Schrauben, die sitzen hier hinten. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier mit dem Schraubenzieher die auszudrehen. Danach kann ich das Zündschloss entfernen und abstecken und das andere einbauen. Jawohl, Zündschloss ist draußen. Es war hier unten noch mit zwei Zehner Motorbolzen befestigt, Schrauben befestigt. Ich habe jetzt Kontaktplatte hier noch dran. Da hatte ich vorhin probiert, dass man mal die Zündung einstellt. Das kann man ja dann quasi frei drehen, wenn der Schlüssel nicht dran ist. Und dann habe ich es wirklich geschafft, das Moped auch zu starten. Mal das Schloss geknackt, um mal Kontakt herzustellen. Solange man dann hier drauf hält, ist ja die Zündung an und hat es gestartet. Da ich aber keinen Schlüssel habe, muss ich es trotzdem komplett tauschen. Ich ziehe jetzt hier den Stecker dann ab. Ich baue es wieder zusammen, ich hebe es mal auf, kann man zum Üben verwenden. Vielleicht braucht man auch mal die Kontaktplatte als Ersatzteil. Ja, so sieht's aus. Thank you.